Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder auf dem Hof, weil ihr seht es im Titel SOS, ich brauche euch. Warum ich euch brauche, ist relativ einfach. Wir suchen Mitarbeiter. Immer und überall, in allen Ecken und Kanten, ja. Also ich kann euch mal erzählen, was wir alles suchen. Fangen wir mal an. Ich suche eine Person, männlich, weiblich, divers, ist mir alles egal, die eine Mutti für alles ist. Und was muss eine Mutti für alles können? Sie muss mal im Kiosk eine Schicht machen, aber dabei auch bei Twitch Spaß haben, in YouTube-Videos Spaß haben, vor der Kamera. Sie muss aber auch vielleicht mal mit mir nach Köln fahren, bei einer Produktion helfen. Sie muss in der Not auch mal zu Lotto fahren können, so Unterlagen abgehen und abholen. Sie muss aber auch vielleicht mal eine Kampagne planen können. Also du musst einfach jemand sein, der organisieren kann, ein bisschen reden und Bock hat. Aber wenn du sagst, okay, die Mutti für alles bin ich gar nicht, dann suchen wir, um es kurz zu fassen, ich suche jemanden für den Kiosk. Ey, 8 Stunden am Tag ein bisschen Kiosk, Lotto rein, Lotto raus, Paketchen hier, Paketchen da, Käffchen trinken, quatschen, mit einem Twitch-Chat reden, Spaß haben vor der Kamera, bei YouTube-Videos dabei sein, bei Kiosk-Konzerten dabei sein, vielleicht auch mit den Kiosk-Partnern wie Absolut Radio, Tops, Pepsi, Salitos, vielleicht auch mit denen, ey, Ideen haben, kreativ sein. Wir suchen eben beim Kiosk da drin noch ein paar Leute, die Gas geben. Dann suchen wir bei Herr Aaron Realisatoren. Das heißt, du musst Drehs planen können, abwickeln können und wie Jan hinter der Kamera, wenn ich verkacke, sage, nee, mach das mal so und so und ein bisschen den Inhalt steuern können. Sowas brauchen wir auch. Aber du solltest dann noch die Gabe haben, vielleicht auch mit Kunden, weil wir oft für Kunden drehen, jetzt wenn wir Herr Kastanie sind, hier sind überall Kastanien, zu sagen, ey Aaron, nee, erzähl doch bitte nochmal die Kastanie, das und das und ein bisschen so den Kunden betreuen können. Also eben, ja, wie kann man das nennen? Realisatoren, Kampagnenmanager, das alles drumherum. Dann brauchen wir Kameramänner und Cutter sowieso immer, immer, immer. Bewerbt euch wirklich. Wir suchen am besten aus Berlin, weil wir sehr viele Drehs haben in Berlin. Und ich bin immer so einer, ich finde es voll geil, wenn der Kameramann auch schneidet, weil dann war er beim Dreh dabei, hat seine Bilder schon so gewählt, weil er im Kopf ja den fertigen Film hat und alles drumherum, das wäre sehr, sehr toll. Dann brauchen wir eine Office-Managerin. Wir brauchen jemanden, der, weil wir haben jetzt demnächst, ist hier nochmal ein Büro, kommt da rein, das. Und mir geht es auf den Keks, wenn Pakete Tage im Büro rumliegen und sich keiner drum kümmert. Dementsprechend brauche ich eigentlich so eine Office-Feel-Good-Managerin. Die kümmert sich darum, dass die Pakete angenommen werden. Wir nehmen auch für alle Mieter an, dass sie dann das für die Tür kriegen, dass immer Getränke da sind, dass, wenn mal ein Auto umgepackt werden muss, weil wir bei Aldi stehen, dass die das schnell macht. Eine Mutti für alles. Es geht auch darum, auch wieder eine Mutti für alles, aber im anderen Papa für alles nennt man, der vielleicht auch mal, wenn wir auf Produktion fahren, ja, oder mit Promis drehen, ganz oft extern, dann muss die V-Klasse immer gut aussehen. Und ganz oft ist es ein Struggle bei uns, jemanden zu finden, der kurz mal in die Wäsche fährt, das Auto saugen lässt und wieder herkommt. Also wirklich, wir brauchen alles. Und wenn ich am Ende das zusammenfasse, sage ich, wir brauchen Leute, die motiviert sind, vor und auch hinter der Kamera. Weil auch ein Jan, eine Anni, eine Olivia, ein Timo, ein Christoph, ein Dominik, ein Jonas, eine Nicole, die werden ja auch alle mal gefilmt. Und man kann nicht, wenn nicht gefilmt werden, weil das gehört dazu, wir sind natürlich am Ende irgendwie noch ein Medienunternehmen. Dann brauche ich jemanden, der wirklich ganz dringend, hatte ich schon gesagt, aber auch Kampagnen abwickeln kann, stupide abarbeiten, weil ich habe eine neue Firma, Startup, wo man wirklich Sachen aus Zahlen nehmen muss, die aufarbeiten muss und alles, das suchen wir auch. Also wirklich am Ende, wenn du einfach nur sagst, boah, Team, hey Aaron, und das ist, muss man wirklich sagen, von Venus bis Deutscher Fernsehpreis, Comedypreis, ja, das ist eben alles. Man macht alles, man dreht alles, man hat Spaß. Man dreht mal einen Tag vielleicht mit Miss Bella und mir, am nächsten Tag steht der Ron dabei. Man muss für Marvin sich vielleicht irgendwo einschleichen, aber muss dann auch andere Sachen machen. Du musst beim Kiosk auch mal eine Schicht 8 Stunden hinkriegen können und dann aber auch nicht das Leben hassen, weil das gehört dazu. Führerschein wäre immer gut, aber können wir auch klären, muss man mal überlegen. Wir besorgen dir notfalls einen, also du machst einen bei unseren netten Kollegen und Freunden von der Fischerakademie und du musst es lieben, wenn jeder Tag anders ist, ja. Das ist das beste Beispiel bei Anni. Letzte Woche haben wir was für Robert Harting gedreht. Jetzt plant sie auf einmal einen Dreh mit Markus Rühl. Dann ist es aber auch so, dann fährt sie zu Lotto, weil gerade kein anderer kann. Dann macht sie meine Termine. Dann plant sie, wann wir das nächste Mal bei Markus Schee sind. Dann ist sie aber auch bei Kunden bei uns hinter der Kamera, nimmt Videos ab. Also es ist wirklich ein großes Potpourri. Und wenn du ihm sagst, oh, auf Medien habe ich gar keinen Bock, ich will im Kiosk arbeiten, weil ich will was dazu verdienen als Student oder so, ey, meldet euch. Suchen wir immer. Deswegen, ich brauche euch. Und falls ihr jemanden kennt, der einen gewissen Humor hat, weil das ist bei uns ganz wichtig, du brauchst Humor, dann schickt ihm das Video und sagt, guck mal, das könnte was für dich sein, bewerb dich mal. Also in dem Sinne, bewerbt euch an olivia@herrahorn.de. Bis dann, tschüss.